Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Steter Tropfen höhlt die Redakteurin. Wir machen heute Lakritzlikör und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Seit 2 Jahren machen wir hier den Wunderkessel. Jede Woche tolle Rezepte. Seit 2 Jahren sage ich zu Hanna, Hanna, lass uns doch mal Lakritzlikör machen. Ich liebe Lakritz. Und Hanna immer nur so, Lakritz, voll eklig, nee, machen wir nicht. Ich habe lang genug gefragt, lang genug genervt. Jetzt darf ich. Und ich bin froh, wenn euch das genauso gut schmeckt wie mir. Okay, ich weiß, Lakritz ist nicht jedermanns Sache, aber es ist mir egal, weil ich bin jetzt der Koch und ich mache Lakritzlikör. 200 Gramm Lakritzbonbons habe ich besorgt. Gott sei Dank gab es da nur Packungen mit 150 Gramm. Das heißt, ich habe noch 100 Gramm Lakritz über. Die kommen hier in unseren Kessel. Eine Messerspitze Zimt kommt hinzu. Das mache ich jetzt hier so aus dem Deckel, weil da setzt sich immer so ein bisschen was ab. Und 300 Gramm Zucker. Ja, das wird ein süßes Zeug, aber diese Salzlakritzbonbons, die geben mir Übriges. Ihr könnt es übrigens auch mit Salmiak-Pastillen machen, dann wird es richtig gut. Oh Gott, ich freue mich. 30 Sekunden und das ist wirklich das Schreckliche. Leute, jetzt wird es echt heftig. 30 Sekunden auf Stufe 10 das Ganze zerkleinern. Los geht's. Das Lakritz-Zuckergemisch wird jetzt mit 500 Milliliter Wasser aufgefüllt und dann zum Kochen gebracht. Ja, hier oben hat sich noch so ein bisschen was festgesetzt von dem guten Lakritz. Das wollen wir natürlich nicht verschwenden. Das kratzen wir jetzt alles nach unten schön hier ins Wasser hinein. Das Ganze wird 8 Minuten gekocht und zwar auf Stufe 2, 100 Grad. Ihr könnt auch Varoma einstellen, dann geht es ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Saft. Und statt des Deckels hier legen wir diesen Spritzschutz oben auf. Falls ihr noch ein TM5 oder ein TM31 habt, stellt ihr einfach das Garkörbchen oben drauf. Das erfüllt den gleichen Zweck. Nachdem das Ganze jetzt ja, gekocht hat, wird es nochmal 7 Minuten auf 70 Grad temperiert. Das Ganze diesmal auf Stufe 3. Zum Runterkühlen und dann sehen wir uns in 7 Minuten wieder. Und dann kommt der interessante Teil dazu, neben dem Lakritz, nämlich der Alkohol. Die letzte und nahezu wichtigste Zutat kommt jetzt noch in unseren Kessel und zwar 500 Gramm Weizenkorn. Ihr könnt auch Wodka nehmen, das kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Ich habe das hier schon mal entsprechend abgewogen und den mischen wir jetzt noch mal unter und zwar 10 Sekunden auf Stufe 3. So, und nun müssen wir das Ganze nur noch in heiß ausgespülte Flaschen umgießen, abkühlen lassen und genießen. Oh Gott, wie ich diesen Geruch liebe und diese Farbe, das ist, Leute, schwarzes Gold. Tja, geht nicht ganz rein. Das bedeutet, ich muss da jetzt mal noch einen großen Schluck von trinken. Auch wenn es noch heiß ist. Das ist ein richtiges Likörglas. Nein, die richtige Größe für ein Likörglas. Das ist die richtige Größe für diesen Likör. Nee, Spaß beiseite. Ich trinke das jetzt nicht alles. Ich weiß ja auch, wie er schmeckt. Auf jeden Fall sehr, sehr aromatisch. Und wenn man das heiß trinkt, Leute, das knallt wirklich. Also durch den Wodka und den Korn. Aber so, wenn wir das jetzt mal für euch fotografieren, schwarz auf schwarzer Küche, probiert es auf jeden Fall aus. Ich weiß, Lakritz ist etwas, das die Gesellschaft spaltet in geht und geht überhaupt nicht. Für mich geht's. Ich hoffe, euch hat zumindest das Video gefallen. Wenn ihr auch kein Lakritz mögt, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt und es noch nicht getan habt, dann abonniert den Kanal. Aktiviert auch hier unten die Glocke, dann bekommt ihr immer die neuesten Videos mit tollen Rezepten für den Wunderkessel. Bis dahin sage ich Tschüss und Prost. Mmh.